Lampe. Hi, mein Name ist Shea und ich bin kaufsüchtig. Denn die Begrüßung wollte ich heute machen, also mein Holgit natürlich. Und als allererstes will ich noch ein Video erwähnen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich habe das auf Snapchat und so eh auch postet. Ich verlinke euch auch diesen Report in der Infobox. Eine Abonnentin hat mir geschrieben, dass ich in einem Report vorkomme, beziehungsweise dass mein Video in einem Report vorkommt. Und ich war so schockiert, sie hat es mir dann geschickt. Und ich war echt baff. Ich komme sogar dreimal vor. Ich war aber wirklich baff. Und ja. Wenn ihr wollt, könnt ihr das euch gerne mal anschauen, wenn ihr es nicht eh schon kennt. Und in diesem Sinne will ich noch ein Haul-Video machen, klarerweise. Und zwar von TK Maxx. Ich fand das so irgendwie witzig. Ich finde das noch immer witzig. Ich weiß auch nicht, meine Cousine hat nicht so witzig reagiert. Ich fand's witzig. Fangen wir gleich mal mit dem Kaufrausch-Haul an. So. Ich habe mir diesmal Klamotten beim TK Maxx gekauft und ich glaube, ich räume die mal aus, damit das nicht dauernd so raschelt. Tragebilder habe ich jetzt nicht und ich, Vollidiot, mir ist gerade eingefallen, ich habe gerade die schwarze Wäsche eingewaschen und ich hätte die dazu schmeißen können. Nice work. Naja, wurscht. Jetzt ist es schon zu spät. Ich habe mir beim TK Maxx so eine Weste gekauft. Die würde ich aber eher privat tragen und nicht in der Arbeit oder so. Also die habe ich mir schon für private Zwecke gekauft. Die war sogar um 20 Euro reduziert. Normalerweise habe ich nie Gewand gekauft beim TK Maxx, aber ich war mit einer meiner Freundinnen unterwegs. Und die war mit mir so lange auch in dem TK Maxx, dass ich sogar Zeit hatte, bei den Klamotten zu schauen, weil dort war nicht so viel los, glaube ich, an dem Tag. Und deswegen habe ich das erste Mal auch nach Klamotten geguckt. Dann habe ich mir noch ein Kleid gekauft. Vielleicht, ja, ich bin so ein Idiot, ich wollte das eigentlich mitwaschen. Ja, wenn die blonden Haare nicht wären. Ein schwarzes Kleid habe ich mir auch gekauft, das ich dann eigentlich auch auf der Weihnachtsfeier tragen wollte. Mal gucken, wie ich das mache jetzt. Also ich weiß auch immer nicht, was ich anziehe, weil wir gehen auch angeblich Bowling spielen und ich habe keine Ahnung, was ich anziehen soll. Aber das ist mal das Kleid. Warte, den Preis. Das hat... Wo ist denn da der Preis? Ah, da unten. Das hat 7,99 kostet. Also habe ich mir gedacht, ja okay, kann man ruhig nehmen. Dann, das ist das, was ich eigentlich auf der Weihnachtsfeier anziehen will. Ist das ein Spitzenoberteil? So sieht das aus. Ich fand das so, so schön und hinten ist das so zugeschnürt. Vielleicht werde ich es auch an dem Tag tragen, keine Ahnung, mit einer Hose oder so. Oder mit einer Jeans, wenn ich in eine reinpassen würde, weil ich habe wieder zugenommen, Leute. Ich habe auch keine Ahnung, ob ich da reinpasse. Davor habe ich auch Angst. Das hat gekostet 17,99. Das war ein bisschen teurer, aber ich fand das so schön, das musste mit. Man muss richtig kramen beim TK Maxx. Wenn man das nicht mag, dann ist TK Maxx nichts für einen. Und jetzt geht's mit den Beauty-Sachen weiter. Ja, also als allererstes habe ich... Das ist nicht nur von einem gemeinsamen Haul, sondern wie sammle ich die Sachen ja von TK Maxx und zeige sie euch dann erst. Und ich war jetzt vor kurzem wieder mit meinem Freund und deswegen habe ich mir gedacht, okay, dann zeigst du die Sachen jetzt schon langsam her. Weil ich will auch bald wieder gehen. Ich habe ja ein langes Wochenende bald, also da will ich vielleicht wieder gehen, mal schauen. Weil ich habe letztes Mal nicht so viel gefunden, aber dazu kommen wir gleich. Einmal war ich dort, ich glaube, da war ich sogar alleine, da habe ich diesen Fisch-Kabuki gesehen. Den habe ich schon so oft auf Instagram und so gesehen, deswegen wollte ich den unbedingt haben. Der hat jetzt 7,99 gekostet, war eigentlich relativ teuer für einen Pinsel, ich weiß, aber ich wollte den unbedingt haben. Ich wollte den unbedingt haben. Probiert habe ich ihn noch nicht, wie man sieht. Da hängt doch ein Haar von mir. Aber ich kann ihn ja jetzt mal auspacken und mal fühlen, wie der sich anfühlt. Aber ich bin ja Fisch im Sternzeichen und deswegen fand ich den so cool, wenn ich ihn rauskriege. Ah, da kann man reingreifen. Yay! So sieht er aus. Ich finde den voll schön. Und der ist total weich. Oh mein Gott. Keine Ahnung, ob ich ihn jemals benutzen werde. Aber zum Konturieren... Wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Ich meine, er ist ein bisschen schwer durch dieses Fischsymbol. Ist ein bisschen schwer zum Halten, aber zum Konturieren. Ja, da geht die Schachtel gleich stiften. Also ich finde ihn cool. Ich freue mich über den Kauf. Ich bereue den Kauf nicht. Überhaupt nicht. Ja, das sind halt Sachen, die ich jetzt schon eine Weile aufkomme, weil ich sie euch zuerst zeigen wollte, bevor ich sie verwende. Also das war mal der erste Pinsel. Dann habe ich mir gekauft ein Pinselset von Real Techniques.
Weil bei uns im Müller ist dieses Real Techniques Pinsel Set so teuer. Das kostet, glaube ich, 23 Euro oder so. Und beim TK Maxx gab es das um 9 Euro. Und ich wollte es mir schon beim Müller kaufen und habe mir gedacht, na, das ist eh so teuer, du hast genug Pinsel. Ja, so viel dazu. Ich wollte das auch unbedingt haben, wegen dem Bürschen da und dem Pinsel sowieso. Wie ihr gesehen habt, habe ich es natürlich noch nicht verwendet. Ich brauche auch neue Pinzetten, weil ich habe eh keine mehr. Und, also beziehungsweise keine gescheiten mehr. Ich bin gespannt, wie die, weil da sind zwei drinnen. Eine ist mit so einem länglichen und eine ist ein bisschen breiter. Ich bin wirklich gespannt, wie die Sachen sind, aber ich werde mir vielleicht demnächst meine Augenbrauen wieder machen lassen, weil ich habe mich voll rasiert, also ich habe mich ein bisschen, seht ihr den Unterschied? Eines kleiner, eines größer. Ja, deswegen will ich unbedingt zum Friseur und mir die Augenbrauen machen lassen. Es wird wieder Hour sein, aber egal. Ja, wenn wir schon beim Real Technique sind, bleiben wir auch kurz dabei. Ich habe ja einen in Benutzung aktuell, einen Real Techniques Sponge. Und ich liebe den viel, viel lieber als den Beauty Blender. Und ich finde den auch günstiger als den Beauty Blender. Und dann habe ich dieses Doppelpack beim TK Maxx gesehen um 9,99 €. Und da habe ich mir gedacht, okay, du magst den Schwamm so gern, nimm es einfach mit. Ja, aber ich mag den wirklich sehr gern. Ich habe auch jetzt einen, den ich waschen sollte, den werde ich vielleicht auch aussortieren, weil der ist mir auch gerissen. Auch einen von Balea, glaube ich, oder DM oder Ebelin oder sonst irgendwas. Und ja, dann habe ich drei von denen. Und ihr habt es ja in meinem Ausmist-Video auch gesehen, dass ich sehr viele schon aussortiert habe, die einfach nichts für mich waren. Ja, dann habe ich eine Ipuro Duftkerze mir gekauft. Ich weiß gar nicht, mit wem ich da, mit der Vivi, glaube ich, war ich dort. Ja. Ja, erst wollte ich sie verschenken, aber der Deckel ist kaputt und ich mag sie irgendwie selber behalten. Und ich habe ein anderes Geschenk für denjenigen, der Ipuro auch so gern mag wie ich. Das ist diese Warm Glamour Duftkerze. Bei uns sind die viel, viel teurer. Also bei Müller gibt sie, bei mir bei Müller gibt sie nicht. Ich glaube, die gibt es nur im Depot. Da steht jetzt 12,99 € würde sie kosten und 8 Euro habe ich für die bezahlt. Ich weiß, 8 Euro ist noch immer teuer für eine Kerze, aber wenn ihr Yankee Candle Kerzen kennt, sind die noch teurer. Und ich liebe diese Ipuro Sachen, das wisst ihr. Oh, so, ich muss das nur so kurz reinstellen. Dann habe ich hier noch, das hat sogar mein Freund bezahlt. Das ist eins von vieren, was mein Freund bezahlt hat. Das sind die Biore Nose Drives Limited Edition. Ich habe aber jetzt gehört, dass die angeblich beim DM auch geben soll. Keine Ahnung, ich dachte, die gibt es nur dort. Die haben jetzt 4,99 € gekostet und ich weiß, dass sie beim Müller noch teurer sind, diese Biore Nose Drives. Aber ich habe die ja auch, ich habe sie mir auch vor kurzem auch gekauft. Aber ich fand das Design so geil und ich benutze die so, so gerne und auch relativ oft. Deswegen habe ich mir gedacht, kauf die einfach. Wurscht. Da hatte ich nicht so viel an dem Tag. Da war ich relativ brav. Da war mein Freund dabei, wie gesagt, und er hat auch zwei Sachen für seine Mann besorgt. Ich hoffe, sie guckt die Videos nicht, das weiß ich gar nicht. Nein, glaube ich nicht. So, dann als nächstes habe ich eine Maske von Estée Lauder. Um die bin ich auch schon sehr, sehr oft rumgeschlichen. Sehr, sehr oft rumgeschlichen. Und dann habe ich sie gesehen und sie war um 22 Euro reduziert. Also musste sie natürlich mit. Ich habe früher, also ich habe ja nur eine Mascara von Estée Lauder. Und deswegen wollte ich unbedingt wissen, wie die Maske ist. Und ich freue mich schon so auf die. Jetzt kann ich sie endlich bald verwenden. Kommen wir schon zu den Elisabeth Arden Sachen. Wenn, es wäre kein TK Maxx Haul, wenn keine Elisabeth Arden Sachen dabei wären. Ich habe mir die Reinigung in groß gekauft. Das spiegelt voll, sorry. Das ist eine Dupe, glaube ich. Ja, ich habe die ja in klein in dem Geschenkset und ich habe sie jetzt auch in groß auch. Jetzt habe ich wirklich genug Reinigungsprodukte zu Hause. Ich brauche mir wirklich nichts mehr kaufen. Eigentlich. Aber ja, wir kaufen Junkies. Wir wissen das. So, dann habe ich von, das war eine lustige Story. Ich habe an dem Tag nicht wirklich viel gefunden. Da war ich ja mit meiner Freundin Vivi unterwegs. Und ich habe an dem Tag eigentlich nichts gefunden, was mich angesprochen hat. Und dann stellt auf einmal die, weil die hat gerade die Produkte ausgeräumt, stellt sie auf einmal dieses Ding hier hin. Das reflektiert total, ich weiß. Das ist von Elisabeth Arden. Natürlich. Das sind Pads. Ich habe auch eine, also wir haben auf der Schulung damals Proben davon bekommen. Und eine habe ich schon benutzt und ich liebe dieses Ding.
Das ist aber relativ teuer im Original, das steht gar nicht da jetzt, aber ich habe bezahlt jetzt 25 Euro dafür und ich weiß, Elisabeth Arden ist viel teurer als 25 Euro und das war es mir wert, wirklich. Deswegen habe ich es mir auch mit, sorry, Frosch im Hals, deswegen habe ich es mir auch mitgenommen, weil ihr wisst, ich bin ein Elisabeth Arden Junkie und deswegen, das musste einfach mit. Da gab es keine Diskussion, das musste mit, so. Sorry, das musste auf jeden Fall mit. Weil ich wollte die unbedingt haben, aber ich war mir viel zu geizig. Also ich bin viel zu geizig gewesen, lieber mir ein Original zu kaufen und so sieht das Ding aus. Ja, das sind getränkte Pads einfach nur. Ich habe schon mal offen gehabt. Ja, da klebt auch eins dran. Ich freue mich schon drauf, die zu benutzen. Da freue ich mich wirklich drauf, die zu benutzen. Ja, das ist so eine Art Peeling. Mir ist das erklärt worden, ich habe es wieder vergessen. Aber wenn euch das mehr interessiert, dann werde ich mich mal schlau machen. Weil ich glaube, das ist so eine Art Peeling fürs Gesicht. Ich kaufe was und weiß nicht mal, für was es genau ist. Ich habe eine Probe, also deswegen habe ich es mir auch genommen. Weil ich gesehen habe, dass sie das dort hingestellt haben. Und weil das, ich glaube, nur in großen Filialen erhältlich ist. Ich brauche mich gar nicht rausreden. Es ist Elisabeth Arden und dann wird es einfach kauf von mir. So wie das hier. Das ist ebenfalls von Elisabeth Arden und da gibt es eben das Serum dazu, da wo ich auch eine kleine Probe habe. Dann die Tagespflege und die Kapseln, die ich ja sowieso liebe. Ich habe das auch schon mal aufgemacht, weil die Verpackung finde ich voll süß. Hat so Blümchen drauf gehabt. Da war ich glaube ich auch mit meiner Freundin Vivi unterwegs. So, ich leere euch das mit. Das finde ich auch sehr, sehr schön gemacht. Ich weiß, ich bin ein Mega-Junkie. Da haben wir schon mal das Serum. Das Einzige, was mich stört bei Arden, dass die Verpackungen so schimmern. Das ist das, was mich stört. Dann haben wir da die kleine Tagespflege mit Lichtschutzfaktor 30. Sieht so aus. Und natürlich die Kapseln. Die dürfen nicht fehlen, weil die sind sowieso, die sind geil. Die liebe ich sowieso. Also da brauchen wir nicht diskutieren drüber. Und ich habe mir das eigentlich hauptsächlich wegen dem Serum genommen, weil ich das unbedingt haben wollte. Elisabeth Arden. Mehr sage ich nicht. Kommen wir zu Tuchmasken. Ich bin wieder ein bisschen... Naja, so schlimm ist es eigentlich eh nicht. Ich bereue auch... Da war ich mit der Vivi unterwegs. Ich bereue auch... Kein Deutsch, ein gutes Deutsches. Dass ich die eine Maske nicht mitgenommen habe, die wir dort gesehen haben. Weil ich habe diese hier mir mal mitgenommen. Ich weiß gar nicht den Preis. Steht da gar nicht mehr drauf. Habe ich, glaube ich, schon runtergeklettelt. Die fand ich sehr interessant. Hab die leider jetzt noch nicht verwendet. Aber die fand ich wirklich, wirklich interessant. Und in der Zeit, wo ich mit der Vivi dort war, gab es da noch eine andere. Und ich, Idiot, habe die nicht mitgenommen. Ja. Das bereue ich sehr. Dann habe ich mir eine mitgenommen, auf die bin ich schon so gespannt. Da muss ich aber versuchen, das irgendwie zu entziffern, wie das genau funktioniert. Das sieht so aus. Erster Schritt, zweiter Schritt und dritter Schritt. Also ich bin echt gespannt. Das muss man abwaschen. Da steht No Water. Und dann, ich finde dieses Ding, das schaut irgendwie aus wie Baymax, oder? Deswegen habe ich es mir, glaube ich, mitgenommen. Das schaut ein bisschen aus wie Baymax. Und ich fand die so interessant, deswegen habe ich mir die auf jeden Fall mitgenommen. Die war relativ teuer, 3,99 €, aber who fucking cares? Und dann habe ich mir noch zwei Masken mitgenommen. Die fand ich so süß, die muss ich einfach mitnehmen. Das sind auch von derselben Marke, von Holika. Da habe ich schon ein paar Sachen gehabt, glaube ich, oder mir gekauft. Die beiden... Einmal die Mopsmaske und einmal eine Panda. Das ist ja Panda, oder? Baby Pet Magic Mask Sheet. Ja, ich fand die Verpackungen so süß. Die mussten einfach mit. Ich habe die Verpackung gesehen, habe gesehen, dass es die zwei letzten sind und musste die einfach mitnehmen. Das war Pflicht. Das war wirklich Pflicht. Dann kommt ein letztes Produkt. Wir sind relativ schnell durch. Auch das hat mich mein Freund gebracht. Ich habe nämlich in Ruhe durchgeschaut, weil ich war ein bisschen... mir war es ein bisschen unangenehm, dass mein Freund, nicht weil ich nicht jetzt viel kaufen wollte oder dass er das sieht oder sonst irgendwas, er hat doch den Einkauf bezahlt. Danke nochmal, Schatz. Also jetzt nicht alles, sondern nur ein paar Sachen jetzt. Ihr habt es eh auf Instagram gesehen, da seht ihr eben das Geteilte. Also das letzte Bild, das ich gepostet habe, die Sache hat er für mich bezahlt. Und ja, er hat mir das gezeigt. Ich bin ja ein riesen Little Mix Fan und er hat mir das gezeigt. Das ist das Little Mix Puffer. Und ich wusste nicht mal, dass die ein Puffer draußen haben. Ich mag ja sie am liebsten. Das ist die Perry.
die liebe ich. Er hat mir das gezeigt und ich, das muss ich haben. Das kannst du mir gleich geben. Und weil meine Cousine die Gruppe auch so gerne mag, habe ich versucht, für sie auch eins zu kriegen. Und habe nur meinen Freund gesagt, ob er vielleicht eine Möglichkeit findet, noch ein zweites zu finden. Und der hat wirklich ein zweites gefunden. Also was das betrifft, ist er echt nützlich. Nicht sonst, dass er jetzt nicht nützlich war. Das klingt jetzt irgendwie voll fies. Aber er hat ein... Ich weiß nicht, wie er das macht. Ich hätte das niemals gefunden. Er hat das nämlich gefunden, weil ich bin an dem vorbeigegangen. Ich. Also könnt ihr euch ja schon vorstellen, was das heißt. Und ja. Und er hat das gesehen und hat es mir gleich gezeigt. Ich habe ihn noch nicht probiert. Ich weiß nicht, wie er riecht. Und dazu gibt es ein Duschgel. Was ich ja sowieso geil finde. Weil ja auch Lidl LM draufsteht. Seht ihr das? Auf den Duschgel? Auf den Duft jetzt nicht, aber auf den Duschgel. Auf dem Duft ist es nur auf dem Anhänger drauf. Ja, ich bin echt gespannt, wie das riecht. Ich habe es noch nicht probiert. Ich könnte mal aufmachen, weil ich wissen will, wie es riecht. Der riecht echt gut. Ich habe den Duft versucht, hier rauszufriemeln. Das war nicht ganz einfach, aber der riecht echt gut. Der riecht echt gut. Ist das ein Armband oder so? Ist das ein Gummiringel? Nö. Das muss ich irgendwie wieder raufkriegen, so wie es vorher war. Ganz toll gemacht, Jay. ja. Also ich finde, das riecht wirklich sehr, sehr gut. Und ja, ich weiß, ich habe eh zigtausend Parfums, aber das ist eh so ein kleines nur. Das riecht ja so gut. Ich kann nicht mal beschreiben, nach was es riecht, aber es riecht wirklich gut. Und jetzt das Duschgel. Ich meine, es ist logisch, dass es gleich riechen soll, aber ich will es trotzdem wissen. Weil ich liebe Duschgel. Ihr wisst, ich bin ein Duschgel-Junkie. Boah. Das riecht echt geil. Es erinnert mich auch an irgendein Parfum. Aber ich komme nicht drauf, an welches. Ich habe auch keine Ahnung, wann ich das jemals benutzen werde. Ich glaube, das sage ich hier bei fast jedem Duft schon. Außer ein paar gibt es sicher schon. Es ist ein bisschen so in die Richtung Lady Million, finde ich. Also empfinde ich jetzt so. Aber in die Art, die ich mag. Weil Lady Million kann ich nicht leiden. Ja, also ich empfinde das so wie eine Art von... Also es riecht so ähnlich wie Lady Million. Habe ich ja vorher schon gerade gesagt. Aber auf eine Art, die ich mag. Ist ein bisschen schwer auszudrücken. Ich hoffe, dass der nur nicht an mir stinkt. Weil der Lady Million stinkt an mir wie die Pest. Ja. Aber sonst finde ich, riecht das urgut. Ja, das war's jetzt mit dem Video. Ihr wisst ja, ich bin ein riesengroßer Tiki Max Junkie. Ich ärgere mich, dass ich die schwarze Wäsche nicht mitgewaschen habe. Ich voll Idiot. Ich bin echt ein Vollhonk. Naja. Weil, wenn ihr das Video seht, war die Weihnachtsfeier sicher schon. Und ich bin gespannt, was ich da anziehen soll. Vielleicht wasche ich das eine auch einfach mit der Hand durch. Ist doch egal. Who cares? So, ja. Das war's jetzt mit dem Video, obwohl ich auch gehört habe, dass wir sich nicht schick anziehen sollen, weil wir ja Bowling spielen gehen. Mal gucken. Ja, das war's mit dem Video. Ich finde jetzt nicht, dass es extrem viel war. Vielleicht für euch schon, aber ich finde jetzt ehrlich gesagt nicht. Ja, ich will auch diese Woche, wenn ich mein langes Wochenende habe, wieder zum Tiki Max gehen. Weil das letzte Mal, wie ich mit meinem Freund war, da gab es irgendwie nur Klumpert. Außer eben das Tiki Max Set, die zwei Masken, die ihr da gesehen habt. Was war noch aus dem? Die zwei Masken und noch irgendwas. Drei Masken waren's. Ich musste jetzt auf mein Handy gucken, weil ich es nicht mehr gewusst habe. So dumm muss man mal sein. Drei Masken waren's. Diese Biore No Stripes und das Tiki Max Set. Finde ich jetzt nicht so schlimm, wenn man... Also ich zeige euch das Foto jetzt nochmal. Wenn ihr Instagram habt, habt ihr das eh sicher gesehen. Aber der Haul war auch nicht schlimm, finde ich. Das war der, wo ich der voll gesehen hat. Und da habe ich am meisten gekauft. Das war mit dem Fischpinsel. Da habe ich echt am meisten gekauft, finde ich jetzt persönlich. Die Maske hat übrigens 3,99 gekostet, das steht da noch oben. Ja. Ihr seht, ich poste das eh immer einzeln. Das war jetzt voll interessant, oder? Ja. Also die Einkäufe, die ich gerade an dem Tag mache, die fotografiere ich euch eh, damit ich auch immer selber weiß, wann ich was gekauft habe. Und ja, ich bin zufrieden.
ich bin sehr zufrieden mit meinem Haul. Und ich freue mich wieder, wenn ich das nächste Mal zu Tiki Max gehe. Nur will ich nächstes Mal alleine gehen, weil dann kann ich mich ein bisschen mehr umgucken. Ich meine, das mit dem Jan war auch gut. Er hat ja schließlich das Tiki Max Set gesehen und ich kann mich überhaupt nicht beschweren. Er hat auch sehr viel Geduld gehabt, weil wir hatten beide noch Hunger. Also ich kann mich gar nicht aufregen. Er hatte sehr viel Geduld mit mir. Aber ich möchte alleine gehen. Ich mag das irgendwie ein bisschen lieber, weil da kann ich in Ruhe durchschauen. Obwohl ich mit zwei Personen sehr, sehr gerne dorthin gehe. Gar keine Frage. Weil die eine Person hat leider keine Zeit. Da haben wir vor kurzem miteinander geschrieben, wann wir wieder gemeinsam frei haben, aber leider nein. Ja. Ja. Und deswegen, ja. Aber ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Es ist ein bisschen chaotisch, weil ich ein bisschen... Mich hat das mit diesem YouTube-Ding da so rausgebracht. Ich finde das so witzig. Ja, das heißt, wir sehen uns dann im nächsten Video. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen und ihr könnt es mir gerne mal schreiben, ob ihr schon beim Tiki Max wart. Und was ihr euch vor kurzem gekauft habt, wo ich euch gedacht habt, oh mein Gott, das musst du unbedingt mit, weil sonst Kaufsuchtalarm pur. Also, das möchte ich gerne wissen. Deswegen habe ich mir gedacht, ich mache jetzt unbedingt den Tiki Max Haul. Eben wegen dem YouTube-Ding. Schreibt es mir auch, ob ihr euch das angeschaut habt und wie ihr darüber denkt. Das würde mich auch interessieren. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bye!